Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live. Und heute ist es endlich soweit. Ihr habt super viele Bilder, Videos, Aufnahmen von euren geilen Karren zugeschickt. Ist der Hammer. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Und ich wette mit euch, ihr habt genauso viel Bock darauf, die alle mal durchzugehen und zu präsentieren. Also es ist echt der Wahnsinn, wie viel Liebe und Detail und wie viel Kohle in manchen Autos reingeflossen ist. Das ist einfach der verrückte. Deswegen gehen wir es jetzt zusammen durch. Wie gesagt, bedanke mich nochmal für die ganzen Zusendungen und ich werde das jetzt, glaube ich, in 2-3 Teile splitten müssen, weil es werden gleich 40 Autos oder so. Echt 40, das ist der Hammer. Richtig schöne Autos, richtig viele Umbauten, geile Aufnahmen. Wünsche jetzt viel Spaß damit. Ein Like ist auch super gern gesehen und aber natürlich auch viel Spaß mit dem Video und sag einfach mal, los geht's. So Leute, gehen wir doch mal meinen PC, dann fangen wir doch jetzt mal an, der Adrian E46 M3, der hatte mir auch seine Sachen zugeschickt und ja, schauen wir uns die Sachen jetzt einfach mal an. So, und hier seht ihr nochmal, was ich mit ihm besprochen hatte. Saugerpower. Ich mache das mal wieder zu, so sieht seiner aus. Ich mache es mal wieder größer. So könnt ihr sehen, also vorne auch Carbon-Heck-Spoiler-Lippe vorne dran, die schönen BMW M-Felgen. Hinten noch kleine Heck-Spoiler. Ja, und wie gesagt, beim E46 M3 brauchst du auch nicht viel machen. Also es ist immer noch ein schöner Wagen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was er da noch geschickt hatte. Einfach Wahnsinn, einfach Wahnsinn, einfach geil. Ja, Adrian, fahr vorsichtig und viel Spaß mit deinem M3. Sehr, sehr geil. Macht einen schon ein bisschen neidisch, wenn man so gut driften kann. Aber das wollte ich ja vielleicht auch irgendwann nochmal richtig lernen. So, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt kommt der André, Z4M Coupé, S54, wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr geiler Wagen. Also, er hatte geschrieben, das ist ein Z4M Coupé mit dem schönen S54 Motor. Eines von den in Deutschland 421 Z4M Coupés, E86M. Insgesamt wurde das Auto weltweit inklusive Rechtslenker nur 4500 Mal verbaut. Sehr selten. Er hat ihn seit dem 5.12.2019 und ist jedes Mal aufs Neue in den Wagen verliebt. Ist einfach ganz begeistert davon. Also ganz 8 Monate hatte der André gesucht nach diesem Wagen. Es gab auch viele Importfahrzeuge und also die Laufleistung beträgt jetzt 88.600 Kilometer. Baujahr 9 2006, Erstzulassung 3 2007. Black Saphir Metallic ist die Farbe. In das sehr seltene Vorlederpaket in Schwarz mit Carbon-Interieur, alles Serie vom Band. Serie schon mit Carbon, ist schon echt cool. Der Motor hatte Serie auf dem Prüfstand 345 PS, Serie soll er 343 PS haben. Also stand sehr gut im Futter, dennoch wurde er bei Schmückler auf leichte 360 PS optimiert. Das Einzige, was nicht Serie ist und von ihm direkt nach dem Kauf verändert wurde, war ein KW-Variante 3 Fahrwerk. Also es ist wohl am besten so, das sagen auch viele M3-Fahrer, das Nonplusultra anscheinend. Wo viele fahren KW-Variante 3. Ich glaube, da kannst du auch echt viel einstellen und ja, sind die meisten alle begeistert von. Dann H&R Spurplatten, Vorderachse je Rad 10 mm, Hinterachse je Rad 12 mm. Carbon-Heck-Spoiler-Lippe, BMW Performance. Der Rest ist absolut Serie, wobei ich noch, nur noch die Tage die Aventuri Evolve Ansaugkit bestellt habe. Der Sound soll dadurch sagenhaft werden. Ja, ist er aber jetzt schon, hat er schon geschrieben. By the way, 300 km/h, Tacho, ca. 293 GPS, also sehr genauer Tacho, werden jedes Mal erreicht. 100 bis 200 in 10,86 Sekunden. Ja, das ist schon krass, wenn du überlegst, du hast 360 PS, mein M3 soll 420 haben, 400 hat er vielleicht höchstens. Ohne Bäume, Brücken, Rückenwind, Gefälle oder sonstiges gemessen, als mit einer 10 Hertz PG-Box. Und das Ganze mehrmals. Ja, also. Glückwunsch zu den schönen Wagen. Das Auto ist und war immer ein Traum. Ich hatte zuvor den E86 bereits, jedoch als 3-Liter SI-Modell. Ja, irgendwann war es dann so weit, da hat sich den M gefunden. Und der 3-Liter SI-Modell, das ist hier hinten, seht ihr das? Das ist, ja, hat ein guter Freund bekommen. Das ist natürlich immer cool zu wissen, wenn das Schmuckstück bei jemandem ist, der es auch zu schätzen weiß. Das ist echt wichtig. Ja, und da haben die beiden noch ein Bild gemacht und dann runter, zusammen eine Runde gefahren, von oben nochmal. Ja, macht schon sehr, sehr viel Laune. Wie gesagt, ich fand den auch schon immer schön, den Z4M Coupé. Ich habe es auch früher mal ganz, ganz selten mal gesehen. Ich glaube, boah, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder so hatte ich mal eins gesehen. Ja, macht schon einen coolen Eindruck. Oh, mir gefällt der sehr gut. Da ist so eine Motoraufnahme innen drin. Zeige ich euch jetzt mal die Aufnahmen. Hat auch noch mal ein schönes Foto gemacht.
Und hier seht ihr das mit Carbon Interieur einmal. Als Serie hat er auch beledern lassen, das Lenkrad schätze ich mal rum. Hier Carbon auch alles, eine Tacho, sieht ja echt cool aus. Ja. Hat schon was. Also glaube ich dir auf jeden Fall, dass er eine Menge Laune macht. Und der André hatte dann auch noch einen Link zugeschickt. Also die Musik ist schon mal sehr geil. Also sehr, sehr geiler Teaser, sehr cool gemacht, wirklich. Und ja, wünsche dir viel Spaß damit, pass immer drauf auf. Und bin mal gespannt, wenn Carbon fertig ist, dann schick den auch mal rüber. Und ich verlinke unten natürlich den Teaser, den könnt ihr unten auch nochmal euch selber anschauen. Aber sehr, sehr geiler Wagen, ehrlich. So, dann gehen wir doch mal weiter. Machen wir den Arif, 335i hat er noch. Was hat der Arif denn nochmal geschickt? Hat er jemanden mit Servus-Info anschauen, ist seine E-Mail überlastet. Ja, ich schicke dir über Instagram gerne ein paar Bilder von meinem BMW für dein Video. Finde deinen Kanal mega und wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Und PS, bestes Video von dir war im Jaguar F-Type. Also wie gesagt, Jaguar F-Type war wirklich so das Geilste, was ich hier so hatte mal, weil offen, Cabrio, so ein geiler Sound, Serie, es ist einfach Wahnsinn. Hat mir super viel Spaß gemacht, ich glaube, das hat man auch gemerkt in dem Video. Ich verlinke das hier oben nochmal, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal von Arif die Bilder an. So, machen wir mal größer hier. Ah, sieht einfach schon sehr schick aus, aber innen drin natürlich ein bisschen gewagt rot. Aber ich finde, das hat immer was, weil man sieht das immer auf den Bildern. Es ist, glaube ich, manchmal zu krass, als es wirklich in echt ist. Und dann sieht es, glaube ich, gar nicht so schlimm aus. Aber wie gesagt, ich kenne auch einen Kumpel hier, der Raphael, der findet Rot natürlich auch super geil. Es ist so eine Lieblingsfarbe innen drin. Aber hat schon was, vor allem Weiß und Rot. Schon sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, hast du ihn auch foliert. Ne? Also matt sieht das aus. Das sieht auch schon sehr, sehr schick aus. Die Felgen, ja, ist ein bisschen spezieller der Fall. Aber wie gesagt, jeder muss ja so seine Schuhe haben. Hinten natürlich auch Abgasanlage geändert, Diffusor hast du dran, Heckspoiler. Ich glaube, beim Cabrio ist das auch nicht so einfach mit dem Heckspoiler. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Varianten. Ne? Also da habe ich auch schon oft was von gehört, dass man nicht jeden Heckspoiler nehmen kann, weil das Dach sich ja mal zuklappt. Man auf der anderen Seite. Also wie gesagt, hast du auf jeden Fall seidenmatt oder so foliert. Sieht sehr gut aus. Und das finde ich beim Cabrio natürlich sehr geil, dass du hier hinten die Fenster runter machen kannst. An der B-Säule, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Geschlossen finde ich das Coupé natürlich schöner, aber offen sieht das Cabrio ganz gut aus. Und hat dann natürlich was verbaut, 335i, 454 PS, 665 Newtonmeter, Upgrade-Lader, Wagner Downpipes, Wagner Evo, Ladeluftkühler, ja, H&R Fahrwerk und so weiter. Also hat schon sehr, sehr viel gemacht. Eigentlich mehr brauchst du auch nicht machen. Ich glaube, er geht schon sehr, sehr gut ab. Glaube ich schon. Aber schon ein cooler Wagen. Ne, aber freut mich. Ja, Arif, dann fahr langsam, pass auf dich auf und ja, liebe Grüße gehen raus. Dann der Baris, E46, 330 Cabrio, hatte mir nur ein Foto geschickt eben halt, aber das will ich euch auch nochmal zeigen, sieht natürlich auch sehr cool aus. Ja, E46 ist immer ein richtig geiler Wagen und da musst du auch nicht viel machen. Also wie gesagt,
Schon schön. Die Farbe ist auch echt cool. Gefällt mir. Ich habe sowieso so einen Blautick. Estorilblau ist das. Ja, lieber Baris, alles Gute und pass auf die Karre auf. Dann gehen wir weiter. Benny hat mir noch geschrieben, er würde gerne ein Video mit mir machen. Der kommt ja aus der Nähe. So, moin Sascha, hier E46330CI. Das Auto war lange schon ein Kindheitstraum. Ich bin auch mega happy damit. Wäre cool, wenn das Kennzeichen, falls du das Auto zeigst, teilweise unkenntlich machen könntest. Habe ich schon gemacht, kein Problem. Und falls du Interesse hast an einem E36 können wir das etwas vereinbaren. Wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt. Liebe Grüße, Benny. Hatte ich dir gesagt, wenn mit Corona ein bisschen entspannter ist, dann machen wir das mal. Und ihr könnt auch nochmal drunter schreiben, ob ihr Bock auf so einen Wagen hättet. Aber E46 geht ja immer, oder? Das meine ich doch. Hast du Bremssattel lackiert, glaube ich? Hm? Sieht auch ganz gut aus. Und kannst du mal sagen, ist das hier in Dortmund? Ich glaube, es ist in Dortmund, oder? Ja. Ah, wie gesagt, sieht schon cool aus. Deswegen, fahr vorsichtig. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen entspannter wird, dann schreib mich doch mal an. Und liebe Grüße gehen raus, du. So, dann gucken wir mal weiter. Und dann der Christian. Ja, da hatte ich nochmal dahinter geschrieben. Seht ihr, es gibt ein neues M-Forum. Das nennt sich m-community.net. Und der Christian ist hier der Administrator dort und hat mich schon ein paar Mal angeschrieben. Und wir hatten uns auch im Treffen mal getroffen. Sehr, sehr cooler Typ, auch cool im Wagen. Einfach mega im 3, den er hat. Und deswegen schaut da mal alle gerne vorbei. Der hat jetzt 100 Mitglieder ungefähr. Und wie gesagt, bei dem normalen M-Forum, was wir alle kennen, da kann sich ja auch keiner mehr anmelden. Also ich schreibe mich ja auch oft an und so, und hatte ich das ja auch schon mal im Video gesagt. Ja, und ich finde es auch ein bisschen blöd, dass man es nicht mehr kann, aber deswegen ist die große Chance dann für Christian. Und das schaut einfach mal da vorbei. Ich verlinke das unten auch nochmal, braucht ihr nur draufklicken auf den Link und schaut euch mal das Forum an. So, Christian, ich guck mal deine geile Karre an. Einfach nur mega wieder. Gucken wir mal hier. Genau, guten Abend Sascha, hat er deine Aufruf zu den Bildern gesehen, an bei ein paar Bilder inklusive Steckbrief. Achso, hat er noch zwei Videos gemacht von der Aventuri mit Downshifts und von innen und außen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an und hören uns das an. Da habe ich ihn gefragt, ja, wie teuer ist eine Aventuri? Über 3000, das teuerste waren die Felgen mit um die 8000 Euro ohne Reifen. Einfach krank. Hat er auch selber geschrieben, dass es einfach verrückt ist, so viel Kohle da reinzustecken. Ja, hier seht ihr die Bilder, die geilen Felgen natürlich. Weiß sieht immer gut aus. 8000 Euro die Felgen, einfach Wahnsinn. So, dann gucken wir doch mal, was er alles gemacht hat. Also, er hat am Motor Aventuri-Ansaugung komplett. Ich blende das mal hier ein für euch, dann könnt ihr das auch hier sehen. Also hier hat er seinen Steckbrief eben halt, finde ich ja ganz cool von dir. 400 Newtonmeter und ich habe auch mal 4,7 gelesen im Internet. Aventuri-Ansaugung komplett, Carbon-Luftfiltergasten, Ansaugrohr, Sportluftfilter-Intake, Luftsammler, die Airbox, KW-Gewinnerfedern, damit das mit den EC-Dämpfern alles klappt, Pro-Brake, Starflex-Bremsleitung, Bremsbelüftung, Front-Spoiler, Carbon-Ankerbleche, Performance-Sportsitz mit Original-Leder, die sind natürlich auch mega, die Sportsitze, einfach Traum. Dann Alpha N, M3, GTS, Front-Spoiler, Vollcarbon, verstellbare Schwert, Bremsbelüftung, Halterung, Vollcarbon, M-Performance Explorer, wahres Carbon Diffuser, FVSDC Variante, dann sind die BBS FI-R Schmiederrad. Das ist wirklich der Hammer, 19 Zoll und 7,6 Kilo, die wiegen ja gar nichts und deswegen weiß ich auch, warum die so teuer sind. Ja, also echt schon krass. Spurverbreitung 15 mm. Kannst du auch nochmal drunter schreiben, Christian, ob die bei dir auch so einfach gepasst haben. Also ich finde, da muss es ja innen drin, das Plastikschutz, diesen Plastikschutz ein bisschen weg. Nehmen, oder? Den haben wir jetzt ein bisschen weggedrückt, heiß gemacht. Seitenblinker, Gehäuse in schwarz hochglanzpoliert, Edelstahlrohre mit Echtcarbonummantelung. Der ist echt einer. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Hier seht ihr nochmal die Bilder. Die Sitze sind einfach ein Traum, oder? Also, ach, echt geil, echt geil. Alles Vollcarbon, ey, Wahnsinn. Du hast echt wirklich alles reingehauen, was ging, ne? Hier war eine Frontlippe noch. Mega. KW-Gewinnerfedern und die Ankerbleche mit der Ansaugung eben halt von vorne. Da seht ihr jetzt diese Luftführung, damit vorne das hier durchgeht und die Bremsen werden besser gekühlt. Ach ja, Traum, Traum, Traum. Das ist, wenn ihr das aufmacht, ist es einfach schön, wirklich schön. Und so, und dann schauen wir uns mal die Videos von dir nochmal an.
So, das war hier. Warte mal, das war von innen. Und ich wollte das da von außen erstmal zeigen. Einfach krank. Einfach krank geil. Mann, Mann, Mann. Jetzt hört das mal von innen. Echt krank, oder? Echt verdammt krank laut. Aber sehr, sehr geil. Ja, Christian, wirklich geiler Wagen. Hast wirklich erst gemacht, mehr brauchst du, was willst du noch machen? Oder kannst du noch mal schreiben, ob du noch was vorhast, aber ich wüsste jetzt nicht, was du noch machen sollst. Ja, und hier seht ihr das M-Community, hier oben nochmal, .net. Da könnt ihr euch gerne anmelden, schaut einfach mal rein, da gibt es sehr, sehr geile M-Karren. Und ja, Christian, lieben Dank für deine ganze Zusendung, hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auf irgendein Treffen wieder. Und liebe Grüße gehen raus. So, dann schauen wir noch mal, wer ist denn noch dran hier? Der Christus hat hier noch ein... Moment, ich kann das ja hier, seht das ja? E640 330D, KW-Variante 3 verbaut, 20 Jahre hat er den schon. Ey, Christus, verrückt. BMW Individual, ca. 250 PS, AC Schnitzer, optimiert 500 Nm, Upgrade Lader groß, 300.000 fast gelaufen, 19 Zoll BBS-Felgen. Mach weiter so, einer der besten ehrlichen Kanäle im Bistop. Ja, vielen Dank, gefällt mir. Und dein Wagen ist echt der Hammer, ey. Fast 300.000 auf der Uhr, krass. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich glaube auch, dass du sehr viel Spaß damit hast, aber 20 Jahre in deinem Besitz. Mega, das ist schon Respekt, du. Nee. Christus, liebe Grüße gehen raus und fahr vorsichtig. Liebe Grüße. So, dann haben wir noch Christian, der hat mir ein M135i geschickt. Habe ich gesagt, ja klar, nehmen wir mit rein, schauen wir uns den mal an. Also ich finde, das hat auch was, so kompakt, klein, flink und trotzdem Power drunter. Aus Witten kommt der, auch sehr geiler Einser. Und vorne hast du auch dieses, wie nennt man das nochmal vorne? Ach, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ah, weiß und schwarz geht immer, oder? Hättest du noch was dabei schreiben können, was du noch gemacht hast, aber cool, cool. Liebe Grüße, Christian. So, dann gehen wir weiter. Daniel, der ist auch aus der M-Community. Dann schreiben wir, gucken wir mal, was er gemacht hat. E92 M3, Original GTS-Lippe, Alba Pro-Kit-Federn, macht schnell X-Pipe ohne Cuts, Remus ESD, ESS Motorsoftware, macht schnell Underdrive, Pullis. Und der wollte mir per Mail setzen, aber war zu groß. Dann schauen wir uns mal die Fotos an. Ja, sieht schon super schön aus. Also eine Lippe macht echt viel aus, finde ich, ja. Wollte ich mir eigentlich auch dran machen, aber dann ist er wieder tiefer und ich habe so einen scheiß Arbeitsweg. Das ist immer nervig. Aber sehr coole Bilder. Ich glaube, da habt ihr auch schon ein bisschen Spaß gehabt, so wie man sieht. Ja, ah, weiß, schwarz geht immer. Ja, Carbon Spoiler eben halt, weiß. Ach ja, wirklich wunderschöner Wagen, wenn ich den immer so sehe. Jetzt hören wir uns natürlich mal an. Das war der Kaltstart jetzt nur, oder? Ja, das ist jetzt kein Geld. Dann gucken wir mal weiter hier. Da bist du weggefahren. Einfach krass geil. Ey, der Klang ist immer so geil. Beim M3 ist der Hammer. Hier sehen wir nochmal eins. Da fällt ja fast die Kamera schon auf, du. Hammer, Hammer. Ach, auch eine Kaltstart, aber sehr geiler Klang. Ja. Ja, lieber Daniel, alles Gute. Auch ein sehr, sehr geiler Wagen. Pass auf den auf, ey. Werden immer seltener, so schöne Autos. Liebe Grüße gerne raus und ja. Vielleicht kommen noch ein paar jetzt aus meiner Community bei euch zusammen ins M-Forum. Wäre ganz cool. Dann der Dario, der hatte mir noch ein Vierer geschickt. Was hat er geschrieben? 430D hat er geschrieben. Vielen Dank für deinen tollen Content. Bin mal gespannt, ob mein Auto in deinem Video erscheint. Grüße aus Karlsruhe.
Ja, wie gesagt, sieht auch sehr, sehr schön aus. Hättest du noch ein paar mehr schicken können. Aber schon ein sehr geiler Wagen. Dann jetzt gucke ich mal, 23 Minuten kommen den David, machen wir nochmal, M4 Competition. Hat er hier nochmal geschrieben, guten Abend, würde mich freuen, wenn du meinen Wagen im nächsten Community-Video vorstellen könntest. Ich habe einen M4 Competition, habe ihn vor circa 2 Wochen mit 5000 Kilometer auf dem Tacho abgeholt. Er hat gerade 1500, ach, mit 5 Kilometer auf dem Tacho abgeholt. Er hat gerade 1500 Kilometer auf dem Tacho. Alles komplett Serie, finde ich, ein anderes Fahrwerk und dezente Distanzscheiben wären für den nächsten Sommer eine Maßnahme. Kennzeichen bitte schwärzen. Danke und Gruß, PS, dein M3 gefällt mir sehr gut. Ja, lieben Dank. David, deine M4 sieht auch super aus. Jetzt gucken wir uns den nochmal rein hier. Habe ich dir nochmal geschwärzt, das Kennzeichen. Ja, M4 Competition, du brauchst auch eigentlich nichts machen. Die sehen so geil aus mit den 20 Zoll Felgen, schwarz. Ja, also wie gesagt, Fahrwerk und Distanzscheiben, das ist das Einzige, was du noch... Das ist ein Heckspoiler, kannst du vielleicht noch hinten drauf machen, das wäre noch so eine Sache. Aber ansonsten, geiler Wagen, du. Liebe Grüße, David. Fahr vorsichtig damit. So, Leute, jetzt haben wir 25 Minuten gequatscht fast. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Und die nächsten Tage haue ich dann wieder den nächsten Teil raus. Ich hoffe, ihr hat das schon mal so gefallen, das Video. Schreibt einfach mal drunter, welchen Wagen ihr bis jetzt am besten fandet. Und das soll es gewesen sein. Ich freue mich natürlich über ein Abo von euch. Ein Like ist auch super gern gesehen. Und ich sage mal, bis die nächsten Tage, haut rein. Ciao.